IQ, der Intelligenzquotient. Wir alle kennen das Wort, sprechen aber selbst selten darüber. Wenn in unserem Bekanntenkreis dann doch jemand einen vermeintlichen IQ-Test gemacht hat, online, in nur 13 Klicks sind sie durch, dann hören wir regelmäßig Werte irgendwo zwischen 130 und 140 und sind einigermaßen stolz darauf, einen der intelligentesten Menschen der Welt zu kennen. Aber jenseits der Ironie gehört der IQ historisch zu den perfidesten Konzepten überhaupt. Er befeuerte Rassismus und Misogynie, er verwehrte den einen die Immigration und brachte andere ins Gefängnis. Er war, und das ist wahr, Grundlage für die Sterilisation von Zehntausenden Amerikanerinnen und Amerikanern, kurz bevor in Deutschland wiederum Zehntausende auf Basis eines Intelligenzquotienten im Rahmen der sogenannten T4-Aktion des Dritten Reiches ermordet wurden. Dabei misst der Intelligenztest etwas, von dem wir gar nicht wissen, was es ist. Wenn ihr jetzt mehr zum Konzept des IQ wissen wollt, bleibt dran. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Bevor wir loslegen, ein ganz kurzes Dankeschön an Frau Dr. Lee Töppe, die bei diesem Skript mitrecherchiert hat. Danke, Lee. Jetzt aber los. Der Begriff Intelligenzquotient unterstellt zunächst mal einige Dinge. Zum einen, dass es irgendetwas gibt, was wir mit Intelligenz bezeichnen, und zum zweiten, dass wir diese Intelligenz, was immer sie denn ist, in Zahlen fassen können. Dabei sind beide Aussagen schwierig. Intelligenz ist keine offensichtliche individuelle Eigenschaft wie etwa Größe oder Alter. Historisch geht das Konzept der Intelligenz auf Charles Spearman zurück, der davon ausging, dass Menschen über eine angeborene allgemeine Intelligenz verfügen. Diese nannte er den G-Faktor bzw. General Intelligence Factor. Erste Versuche, intellektuelle Kapazität als Zahlenwert zu vermitteln, begannen mit Alfred Binet und Théodore Simon. Nach Einführung der Schulpflicht in Frankreich 1892 forderte man Binet auf, einen Test zu entwickeln, der die Lernfähigkeit von Schülerinnen und Schülern messen kann. 1905 lag dieser Test vor. Binet betonte aber, dass er nicht die Intelligenz von Lernenden messen könne, sondern nur deren schulische Eignung. Der Begriff Intelligenzquotient selbst wurde 1912 von William Stern geprägt. Stern entwickelte ein Testverfahren zur Messung der relativen Intelligenz von Kindern in Bezug auf ihr Alter. Das Intelligenzalter ergab sich aus der Anzahl der Testaufgaben, die für die jeweilige Altersgruppe als lösbar ermittelt worden waren. Das Kind, welches getestet wird, beginnt bei den Aufgaben für die jüngsten Altersstufen und arbeitet sich so lange vor, bis es die Aufgaben nicht mehr lösen kann. Kommt ein sechsjähriges Kind beispielsweise nur bis zu den Aufgaben für Fünfjährige, ist es unterdurchschnittlich intelligent. Sein IQ lag in diesem Testverfahren bei etwa 80. Kann es hingegen auch die Aufgaben für Siebenjährige lösen, ist es überdurchschnittlich intelligent und hat einen IQ von knapp 120. Louis Terman von der Stanford University entwickelte 1916 den Stanford-Binet-Test, der in modifizierter Fassung auch heute noch verwendet wird. Auch der Stanford-Binet-Test stellt den Entwicklungsstand von Kindern dar, kann also nur so lange aussagekräftig sein, solange ein fortgeschritteneres Alter größere mentale Fähigkeiten impliziert. Heute allerdings ist das mentale Alter nur noch selten relevant. David Wechsler entwickelte 1932 den Intelligenzquotienten als sogenannten Abweichungs-IQ. Das bedeutet, dass man den IQ im Vergleich zu anderen Getesteten ermittelt. Wenn 1000 Personen den Test absolvieren, setzt man für den Durchschnittswert der Testergebnisse einen IQ von 100 an. Der individuelle IQ ermittelt sich dann aus der Abweichung vom Durchschnitt. Dieser Test war nun auch für Erwachsene anwendbar und das ist, was wir meinen, wenn wir heute von einem IQ-Test sprechen. Während sich die Psychologie vorsichtig und teils stolpernd an Testverfahren herantastete, machten Politiker schon früh regen Gebrauch von IQ-Tests. So wurden etwa IQ-Tests genutzt, um das Potenzial von Einwanderern in den USA zu ermitteln. Dies geschah in englischer Sprache und zugeschnitten auf den kulturellen Hintergrund der Vereinigten Staaten. In der Folge schnitten Menschen aus Nordeuropa in der Regel besser ab als etwa Migranten aus Osteuropa, die oft keinerlei Englisch konnten und keine nennenswerte Schulbildung genossen hatten. Letztere versuchte man daher von einer Einreise abzuhalten. Das war aber gar nichts gegen die Maßnahmen, die im Rahmen der sogenannten Eugenik getroffen wurden. Eugenik, im Griechischen etwa gutes Geschlecht, war die Annahme, man könne durch Zuchtmaßnahmen eine bessere Menschheit erschaffen. Ein früher absurder Höhepunkt von eugenischer Gesetzgebung geschah 1924. Der Bundesstaat Virginia erließ ein Gesetz, das Zwangskastration auf Basis eines IQ-Tests vorsah. Der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, bestätigte, dass dieses Gesetz verfassungsgemäß sei. In der Folge wurden in den USA über 30.000 Menschen gegen ihren Willen sterilisiert, weil sie in einem IQ-Test zu schlecht abschnitten.
Wer jetzt schockiert ist, das ging noch viel schlimmer. Im Dritten Reich war man begeistert vom Vorgehen der Amerikaner und räumte Eugenik, damals auch oft synonym mit Erbgesundheitspflege oder Rassenhygiene verwendet, einen hohen Stellenwert ein. Bereits 1933 erließ man das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, was, wie in Virginia, Zwangssterilisation erlaubte und in über 300.000 Fällen zum Einsatz kam. Erst nach Kriegsbeginn setzte die T4-Aktion ein, in der Menschen ermordet wurden, die im Nazi-Jargon lebensunwertes Leben darstellten. Das sind durchaus keine Einzelfälle. Eugenik und die Q-Tests gingen in vielen Ländern Hand in Hand, so etwa in Skandinavien, Japan, Kanada oder der Schweiz. Was also testet einen Intelligenztest, der für so viel Leiden verantwortlich war? Der Intelligenztest fragt in der Regel kein Wissen ab, sondern ermittelt, wie gut sich jemand neues Wissen aneignen kann. Intelligenz ist, William Stern zufolge, die allgemeine Fähigkeit eines Individuums, sein Denken bewusst auf neue Forderungen einzustellen. Sie ist allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens. Diese Definition von 1928 ist im Grunde noch heute gültig. Normalerweise werden in IQ-Tests die folgenden Komponenten getestet: sprachliche Intelligenz, die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, zu verwenden und zu lernen. Das schnelle Verständnis eines Textes und ein großer Wortschatz sind Zeichen hoher sprachlicher Intelligenz. Mathematische Intelligenz, die Fähigkeit zu rechnen und numerische Zusammenhänge zu erkennen. Rechenaufgaben sind herkömmlicherweise die verbreitetste Methode zum Messen von Intelligenz. Bildlich-räumliche Intelligenz, die Fähigkeit zum Lösen komplexer räumlicher Aufgaben und schließlich logische Intelligenz, die Fähigkeit zum logischen Denken. Tatsächlich zeigen internationale Studien, dass die Leistung in Intelligenztests den Berufs- und Lebenserfolg gut vorhersagen kann. Intelligente Menschen sind innovativ, können Risiken besser abwägen und komplexe Zusammenhänge durchschauen. Gleichzeitig aber wird in Frage gestellt, ob der Intelligenztest tatsächlich die Art von Leistungsfähigkeit misst, die der Gesellschaft oder Menschheit wirklich nützen. Der Test ist auf das Funktionieren in einem Bildungs- und Arbeitswesen ausgerichtet, das, so lautet die These, den Anforderungen der Gegenwart und nahen Zukunft nicht unbedingt gerecht werden kann, weil wir neue Lösungsansätze brauchen. Was ist mit Kreativität, mit gesundem Menschenverstand, mit interpersoneller Kompetenz, Empathie, Fleiß, Sorgfalt? Es gibt viele, viele Dinge, die IQ-Tests nicht messen, und was sie messen, lässt sich durch verschiedenste Faktoren beeinflussen. Das Elternhaus, der Bildungsweg, die Qualität der Ernährung, der kulturelle Hintergrund, all das beeinflusst den IQ jenseits der genetischen Voraussetzungen. Mehr noch, eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass selbst kleine Belohnungen für ein gutes Ergebnis dieses massiv verändern können. Probanden, denen $10 für ein gutes Abschneiden versprochen wurden, schnitten durchschnittlich um 10 IQ-Punkte besser ab. Was wir vor allem niemals testen, aber vermutlich eine wesentliche Komponente der Intelligenz eines Menschen ist, ist Weisheit. Wir sind Teil einer Menschheit, die ihre eigene Welt zerstört, Kriege führt, Autokratien und Diktaturen zulässt, die biologische Diversität des Planeten ausrottet und in Teilen beim bloßen Erwähnen von Begriffen wie Gender oder LGBTQ zornesrot anläuft. Und all das mit einem durchschnittlichen IQ von 100. Der Intelligenztest misst also eine extrem begrenzte kognitive Fähigkeit, die auch nur in spezifischen kulturellen Begebenheiten funktioniert. Und dennoch ist der Wert eines IQ-Tests mehr als nur eine Zahl, denn er kann die Teilhabe und den gesellschaftlichen Erfolg von Menschen beeinflussen und wird damit auch zum sozialpolitischen Instrument derer, die ihn einsetzen. Wenn euch also das nächste Mal ein Bekannter von seinem IQ erzählt, einfach abnicken und je nach Befindlichkeit auch mal auf die Schulter klopfen. Habt ihr denn schon mal einen IQ-Test gemacht? Berichtet von euren Erfahrungen in den Kommentaren. Ein richtiger IQ-Test sollte übrigens bis zu 90 Minuten dauern und nicht in 20 Klicks auf bild.de absolviert werden. Wie immer sagen wir danke fürs Zuschauen und hey, vielleicht erreicht ihr ja beim nächsten IQ-Test einen Punkt mehr. Es ist in jedem Fall ein Zeichen, mit Intelligenz Raumzeit zu abonnieren und die kleine Glocke zu klicken für kostenloses Wissen. Unser besonderer Dank gilt all unseren Unterstützern auf Patreon, allen voran unseren galaktischen Overlords Markus Tröster, Hermann Hampe, Sebastian Marx, Ikeo und seit Januar dabei Christian Willwold. Bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne 42. Speak.